Ja, hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Hearthstone. Nein, Stonehearth. Ach verdammt, Dacke, dieser Fehler musste irgendwann mal passieren. So, komm, Eindringlinge, gucken wir mal, ob die Rübenkanonen funktionieren. Unglaublich, sie funktionieren sogar wirklich. Oh, mein Bogenschütze könnte wirklich kassieren. Verwende doch bitte die Fallen. Pfeile. Ja, wir müssen erst im Level steigen. Gar nicht mal so schlecht Rüben fallen. Tja, das war's mit dem streunenden Goblin Wolf. Und auch wenn ich bestimmt ganz viele Items noch. Ne, habe ich überhaupt nicht. Der Graben ist leer. Ich bin mal gespannt, ob Wasser wirklich darunter fließt. Ich wollte es ja schon vor längerem testen. Ja. Aber wirklich voll wird das jetzt nicht, oder? Okay, es ist ja auch recht viel aufzufüllen. Oh nein, es sind welche von der Strömung runtergerissen worden. Oder? Ja, unterhaltet euch ruhig in dem Tümpel. Da sehen wir gerade, wie die Kaninchen nicht meine Waren beschädigen werden. Können wir so ein paar Rübenwerfer? Wahrscheinlich nicht. Die waren auch teuer. Das können wir löschen. Ja, vielleicht nicht so.
Yeah, noch mehr. Noch mehr luxuriöse Häuser. Ach, so macht man die Konsole an. Hilfe! Und losgebaut. So, meine Stadtmoral ist sogar gut, ey. Zeit mal wieder den ganzen Kram abzuernten. Schön, dass die Eindringlinge jetzt wenigstens frontal angreifen. Kate Rock Brute Force. Sehr schön, Ritter Level 2. Ach, Stadternährungsfeier, deshalb sind alle gut drauf. Ein Goblins fehlt es an Belagerungsgerät. Irgendwas, womit die Zuckerrüben zurückschmeißen können. So, Stahlhelm, Stahlschild, Eisenrüstung. Bronzene Brustplatte. Wir haben 4 Eisenrüstungen. Achso, das ist für Kämpfer. Wir brauchen die Silberkettenrüstung oder der volle Kettenpanzer. Da können wir einfach mal 2 herstellen von. Weil ich habe ja mehr als genug Silberbarren. Und was können wir waffentechnisch für euch tun? Langschwert ist Angriff 18, das Stahlkurzschwert. Bisschen weniger. Ich sehe, ein bisschen Holz könnte auch nicht schaden. Ach, damals, als ich diese Kiefern, glaube ich, selbst gepflanzt habe. Die Treppe oben ist bestimmt fertig geworden, ja.
Da sind wir treppentechnisch bis auf die oberste Ebene gekommen. Aber dass ich effektiv hier nichts draufbauen kann im Baumenü, beziehungsweise in dem, wo ist er? Jetzt wie zum Beispiel Dekoration drauf. Nö, der will dann irgendwo an den Rand und nicht auf das alte Gebäude draufbauen. Finde ich komisch. Und komisch bedeutet, finde ich, eher wie ein Bug. Komisch heißt bei Proof, ist kacke. Ich habe dieses Gefühl wieder, dass ich speichern sollte. Kleine Ameise, süßes kleines Insekt für 1000. Die brauche ich nicht mehr, die Bronzesachen. Die sind ja für normale Soldaten. Genauso wie die Eisenrüstung. Kein Geld mehr. Und beim Händler. Wir sind natürlich reich. Ich verstehe echt nicht, warum die den ganzen Kack nicht mal einlagern. Hier ist doch überall Platz. Oh, jetzt darf ich auch Filter nicht mehr rüberklicken oder was? Ah, geht doch. Aus unerklärlichen Gründen macht der jetzt auch immer den hier unten mit auf. Die haben sich alle jetzt eingesperrt da auf dem Ding. So, habt ihr die ganzen Nebenprodukte gemacht. Gebratenes Stück Wild wird noch gemacht. Schweinebraten können wir auch noch 2 herstellen. Und dann kannst du dich mal ranmachen und den ganzen Zucker herstellen. Ja. Den ganzen Zucker, 2. Ein Rudel Waschbären möchte gerne auf dein Feld, schafft es aber nicht, weil sie einfach zu weit weg sind. Und ich glaube, er hat sich da oben so verbaut da drin, der kommt nie wieder raus. Ah ne, er hat einfach nur rumgegammelt. Und hat ein Stück Kiefernbaum dagelassen.
Moment, Mason soll mir mal zeigen hier wegen den anderen Truhen. Und dafür brauchen wir eigentlich noch zwei weitere Weizenballen. Ja, ihr liebt den Marktplatz. Wisst ihr, was hier passiert ist? Ich habe aus Versehen das Spiel, glaube ich, mit den erweiterten Mods gestartet. Weil das ist doch nicht die normale Zuordnung. Deshalb habe ich auch gesagt, ach, das ist ja doof mit dem Interface, du kannst ja gar nicht mehr vernünftig klicken. Irgendwie sitzt der Mops neben mir. Und schaut mich wieder an mit seinen runden Augen. So. Abriss einstellen. Endlich, ich habe nämlich gewartet, dass der fertig wird. Und trotzdem liegen da wieder Sachen oben drauf. Und das sind die ganzen Ressourcen, die der von diesem dämlichen Ding runtergeholt hat. Und jetzt sehe ich gerade, der legt die auch nicht richtig ab, wenn unser Stadtsymbol hier auf einer Straße steht. Was auch total toll ist, denn dann muss ich das ja offen irgendwo hinstellen. Kommt das dahin? So, der verkauft mir eine Shiva-Truhe. So, massiver Speicher für 256 Gegenstände. Man gönnt sich ja sonst nichts. Also, neuer Fehler zu notieren. Gegenstände werden nicht teleportiert nach dem Bau. Wenn das dämliche Ding, wie heißt es, auf einer Straße steht. Und die KI greift halt nicht durch Türen an. Die wohl ein großer Feind von. So, nehmt hier mal den ganzen Scheiß weg. Dann kann vielleicht unser Kleriker nochmal was Ordentliches machen. Scheiße, habe ich viel Herbs. So, Kräuterkundler zieht das jetzt eben durch. Und ich glaube, unser Schneider hat auch schon ewig nichts mehr gemacht. Mein Gott, 441 haben davon. Dann lass uns doch einfach mal einstellen, dass der versucht, dauerhaft davon 80 zu haben. Und hiervon sollten wir dauerhaft versuchen, 30 zu haben. Obwohl, das wird schon schwierig.
Da ist der wundervolle Wolfshelm. Der natürlich auch wieder nur für Ritter ist. Verteidigung 4 hergestellt mit dem Segen von Schief, um unsere Gemeinschaft zu schützen. Und wir können Wolfsfellteppiche herstellen. Ich möchte gerne diesen Standort verteidigen und dass ihr da weggeht von den dämlichen Feldern. Weil wir holen uns jetzt ein paar Gegner. Wir leveln jetzt unsere Ritter hoch. Nächster Angriff. Ritterstufe 4. Gleich. Von jede Ruhmstufe bringt gerade mal 100 Wert. Sehr schön, Stufe 4. Das reicht uns dann auch erstmal. Oder welche Ruhmstufe haben wir jetzt? 29. Ach komm, die 30 machen wir noch voll. Da sollten wir mal ein Schloss bauen. Ihr könnt jetzt schlafen gehen. Neun Stahlbarren. Das ist zu wenig. In den Tresor reinkriegst. Und das ist überhaupt nicht eine Steintruhe ohne Inhalt, weil nichts rein darf. Golems. Stimmt, was war denn da eigentlich mit den Golems noch los? Ah, ich habe den Pottery nie gemacht, weil ich den Steinmetz nicht aufgeben wollte. Doch, Ronja ist wieder da. Als Ronja zum letzten Mal erscheint, hat sie einen goldenen Banner in ihren Händen. Es ist ein Zwilling von dem, mit dem diese Stadt vor so langer Zeit begonnen hat. Sie neigt den Kopf mit einem Lächeln und deutet auf den Horizont. Sie braucht nichts zu sagen, das Herz wartet. Bei Bau einer neuen Stadt kannst du bis zu 3 Bürger, 10 Gegenstände und die freigeschalteten Rezepte mitnehmen. Ein neues Abenteuer erwartet mich. Och nö, die wollen mich doch jetzt nicht wirklich hier wegschicken, oder? Ist das storytechnisch endlos dann? Oder brauche ich das wirklich für das Fortführen der Kampagne?
vor allem total nett, dass man drei Bürger mitnehmen kann. Denkst dir auch nur, ey, was für eine Abzocke. Aber wie es weitergeht, sehen wir das nächste Mal, wenn es wieder heißt Stoneheart. Bis dahin, Schöle, euer Imperator.